Ich grüße euch alle. Heute mache ich mit euch etwas Schönes. Ich habe hier Toast, Petersilie, ein Ei, Pfeffer, Salz, Garnelen habe ich hier, Kartoffelstärke und Knoblauchpulver habe ich hier. Zeige ich euch etwas Schönes. Eine Garnelen-Toast. Können wir es gemeinsam machen. So, als erstes die Pfanne, ein bisschen Olivenöl rein. Und dann mache ich meinen Toast in die Pfanne anrösten. In dieser Zeit nehme ich die Garnelen, mache ich darauf Salz, Pfeffer, Knoblauch. Und dann mache ich darauf ein Löffelchen Stärke. Und dann mische ich das hier schön zusammen. So, das mache ich beiseite. Jetzt habe ich hier meine Petersilie hier. Mache ich da rein ein bisschen Mineralwasser. Etwas. Und mache ich mein Ei rein. Nicht meine Eier rein, sondern das Ei. Mache ich Salz drauf. Pfeffer drauf. Und dann schön schlagen. So, einmal den Toast wenden. Und dann das Ei immer weiter schön schlagen, damit die Luft reinkommt. So, jetzt nehme ich meinen Toast beiseite. So, noch ein bisschen Olivenöl rein. Und dann kommen jetzt die Garnelen rein. So einmal wenden. So. Und jetzt kommt da drin ein Stück Butter. So, jetzt kommt das Ei raus. Und kommt jetzt mein Toast auch hier rein. Einmal. Und dann den Toast da rein. Und dann jetzt braten. So, jetzt meinen Toast umdrehen. Gleich einmal um. Ja, auch einmal um. Drehen. Habt ihr gesehen? Habt ihr so. So, jetzt werde ich anrichten. Richte ich jetzt darauf ein. Hier einen Toast hier rauf. Einen Toast hier rauf. Und dann kommt das hier so schön darauf. Sieht so schön aus. Und darauf etwas roten Paprika streuen. Und dann kann man ohne viele Spielerchen genießen. Das ist hier mein Rezept für euch zum Frühstück. Alles Gute, könnt ihr so wie dem machen, lasst euch schmecken. Bis dann, ich freue mich auf nächste Video. Danke fürs Zuschauen.